Hallo, willkommen zu einem neuen Langree-Spiel. Wir haben wieder den Spieler Songs gegen Revolution. Nicht sicher, worum es geht. Ich glaube. Ne, ich wollte gerade sagen. So ein Hack und deswegen droht er ihm oder so. Keine Ahnung. Ja, was anderes. Übrigens Langree, ne? Also wirklich, das ist ja von Mishi damals gemacht worden, Map-Contest-Winner. Ist wirklich eine wunderbare Map, muss man sagen, ne? Die beliebteste wohl im 1 gegen 1, kann man sagen, mit großem Abstand, noch die fairste. Das zeigt immer wieder, wie gut das ist, wenn man die Community auch mal ranlässt, ne? An verschiedene Sachen, eben am Map-Design. Keine Ahnung, wovon die reden, vielleicht reden die über ein Turnier oder irgendwas. Sechs Hetzer. Genau, das gilt eigentlich als abusive, weil die nur einen Manpower-Unterhalt haben. Obwohl mich das noch nicht so 100% überzeugt hat, weil der Hetzer nicht so super geil in sich selbst ist. Keine Ahnung. Aber allgemein wird das halt gesagt, dass das wohl zu stark wäre. Ich habe es noch nicht gesehen im Spiel. Zumindest nicht überzeugend. So, auf jeden Fall Panzerelite gegen Amerika. Auch da wird gesagt, dass Panzerelite im 1 gegen 1 nicht so stark wäre. Lassen wir uns da einfach mal überraschen. Das ist hier so eine Aktion, wo ich sage, wie soll das funktionieren? Ja, also der ist jetzt vor der gegnerischen Base, da sollten eigentlich immer mehr vom Gegner stehen oder früher Verstärkung kommen. Oder eine Salve abgegeben, das kann einen Unterschied machen. Man muss trotzdem aufpassen, dass nicht überlaufen wird. Der Zwei-Grenz. Ich denke, das ist die große Stärke der PE, ne? Dass halt das G43, wenn man dann zwei Grenzen hat, dass man damit halt eigentlich gut am Anfang Kämpfe gewinnen kann. Das ist die Stärke, auf jeden Fall. Und dass man am Anfang halt relativ schnell auch kappt, ne? Und das bei der Kampfkraft natürlich auch hilft. Da kann das Revival schubsen, wenn die kommen. Und dafür ist er wahrscheinlich auch hier runter gedüst. Jeep. Und dann kommt die Schwäche. Jeep kann das nämlich auch, der jagt das Ding dann. Naja, also Jeep Start, super Start gegen PE. Im 1 gegen 1, gar keine Frage dran. Ich frage mich, ob der schon gesehen hat, wenn er beide pushen. Aber manchmal sieht das auch nur so ähnlich aus. Sonst hat er den Decap geschafft. Jetzt schubsen die halt beide. Und wer besser schubst, gewinnt. Mal sehen. Das gehört halt zur Game-Mechanik, ne? Also mich hat das nie gestört beim Schubsen, auch wenn das manche aufregt. Das ist eine Einheit, die Geld kostet und dabei auch noch Schaden nimmt, ne? Und es geht auch nur im Early-Game eigentlich sinnvoll. Und selbst da ist es begrenzt. Also, die machen ja keinen Schaden wirklich, die Fahrzeuge sonst, ne? Und da habe ich das nie besonders gestört. Manche fanden das mit dem Schubsen und dem Klicken nicht nice, aber hey, wie gesagt, mich stört nicht. So, da sieht es aus, ob der Rifle hier eventuell einen Puck bekommt. Okay. Hat es überlebt. Also der hat jetzt 5 Kills gemacht mit dem G43, ne? Vielleicht in Zukunft den gezielt schubsen und den gezielt anschießen, nicht, dass der halt die ganze Zeit rumballert. Also das war jetzt nicht unbedingt, was man Sieg nennen würde für den Amerikaner. Zumal der ja auch gar keine Ressourcen in der Zwischenzeit hatte, nur ein bisschen Munden, denn der Treibstoff war ja nicht wirklich connected. Ich meine, hier oben fehlen auch die Ressourcen, das geht hier in beide Richtungen. Aber ich glaube, der hat ein bisschen mehr daraus bekommen wegen der XP jetzt gerade, ne? Zwei Grenz. Wir nehmen ein bisschen schade für den nächsten Fight, aber wenn man Jeep jagt, geht das eigentlich auch. Da kommt der nächste Rifle, weiter geht der Kampf. Er möchte halt nicht, dass die gleich umfallen. Ist die Frage, ob man Heal zwischenschieben will. Eh schon kein Treibstoff. Aber den nicht zu benutzen, ist auch keine Option. Und er hat eine Chance auf eine gute Wettgeschichte. Ja? Wett 1 kriegt man schneller, Wett 2 und so weiter. Also das könnte in die richtige Richtung gehen, wenn man ihm vielleicht einen Heal gibt. So, wir bauen ein. What the hell? Ich denke, dass es ein Infantry Half-Track sein soll. Was dem Treibstoff sicher geschuldet ist, in einem aggressiven Early Game. Sieht man sehr selten im 1 gegen 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich sehe das zumindest mit den Replays sehr selten. Dann möchte ich jetzt mit den 4 Grants dann einfach den Druck aufrechtzuerhalten. Und mit dem Infantry Half-Track geht das natürlich perfekt, ne? Da kann der Amerikaner dann sofort nach Hause gehen im Early Game, keine Frage. Problem ist halt, dass er hauptsächlich sinnvoll kappen kann mit dem Kettengrad, was da oben ist. Und der Jeep das im Grunde genommen jagen kann. Also sobald das Infantry Half-Track da ist, wird er wahrscheinlich den Jeep nicht mehr verwenden fürs Kämpfen. Und dann wird er das Ketten jagen. Und wenn er das jagt, dann kappt keiner mehr, ne? Also daher geht er hier hart auf Kampfkraft, ohne wahrscheinlich viel Map-Control damit zu gewinnen.
wäre meine Befürchtung eingestiegen. Die schießen jetzt G43 daraus, ohne dass sie getötet werden können. Der G kommt aber raus, oder? Oder? Das war dann doch mehr Schaden, als ich für möglich gehalten hätte. Der eine G43 lebt noch. Die Regeneration, ist hier der Rückwärts da rein, okay. Genau. Was soll ich gerade sagen? Das Reinforcen, das geht der Cooldown, der zählt trotzdem, also man kann Reinforcen da drin. Nur der Mann kommt halt nicht da drin. Sobald ihr rausgeht, und wenn das dann voll gewesen in der Zeit, wo er drin gewesen war, sobald ihr rausgeht, kommt dann eben der zweite Mann, ne, oder der dritte, was man braucht. Und da kann man das vorher anklicken, reingehen und ist dann safe. Und wenn man rausgeht, hat man die Ein-Mann-Verstärkung mehr. Ja, den Jeep kaputt gemacht damit, ne? Nichtsdestotrotz, Map Control ist auf der Seite des Amerikaners. Jetzt in Wett 1 gucken, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Wenn ein richtiges Minecraft, wo wir aussteigen, bleibt er stehen. Man kann dann mit dem G43 aussteigen und den langsamer machen, ne? Aber ich glaube, das geht zeitlich tatsächlich gar nicht hier. Nicht ausreichend. Er will ihn gucken, er macht es ja auch, aber es ist wirklich schwierig, ne? Und die Basefahrt mit dem MG ist, glaube ich, nicht möglich in dem Zustand. Also das, ich glaube, mit Aussteigen und Verlangsamen, das hätte er nicht geschafft, zumal er wahrscheinlich auch die Munition nicht hatte. Ist Luftwaffe gegangen, also noch mehr Early Game. Das könnte jetzt sie bitterböse rechnen. Also macht das wegen dem Luftwaffentrupp vielleicht auch hauptsächlich und dann eben um die Reparatur durchzuführen. Ne? Da bin ich nicht von überzeugt, dass das unbedingt jetzt der richtige Zeitpunkt war. Mich würde interessieren, was sie da drin haben. Da ist gar nicht der G43-Trupp drin, ne? Weil die keine Kills haben. Der muss irgendwo. Da war er mit 9 Kills. Mit 9 Kills hast du keine XP bekommen. Echt? Ich dachte, er hätte schon lange Veterans über 9 Kills. So, die reparieren das jetzt auf jeden Fall. Aber überbewertet er vielleicht das Early Game so ein bisschen. Also, es war sehr viel Investment ins Early Game. Ich meine, astronomisch viel. Ne? Healed jetzt auch noch dabei. Bei 9 Kills hat er kein Veterancy. Echt? Das ist richtig so. T4. Das war Verfolgungswahn, mein Freund. Hat ja auch nichts gehabt, um das schnell zu machen. Also ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit Treibstoff hatte. Das war ja noch eine neuere Entwicklung. Das war ja meine Prognose auch, dass er mit dem Bild der Pela Map Control nicht zurückholt. Und genau das auch passiert. Also, da hat er die Wette. Das hätte ich schon vorher gehabt, obwohl er so einen Punkt immer blinkt normalerweise. So, nicht so nah ran wegen der Sticky, nicht so weit weg wegen dem Schaden, auch immer auf ihn forcen. Und immer Micro wegen der Granate. Focus Fire auf den G43. Das gibt einen Fuck. Das sollte aber ein sicherer Fuck jetzt sein. Er muss schon hinterherfahren. Das war jetzt schlecht. Der hätte schon fahren müssen, als er noch im Laufen war. Also das war ein sicherer Fuck, wäre hinterhergefahren, ne? Also das war völliger Käse. Das habe sogar ich gesehen, dass die Salve nicht reichen würde. AT-HT wird jetzt da oben gebaut, vermute ich. Ah, jetzt hat er aber noch eine Base geholt, oder? War das der Trupp? Oder war das der da? Hast du noch einen zweiten gehabt, der so tot war? Hast du auf den falschen geschossen? er hat ja noch 4 Rifles und da hat er wirklich keinen gepokert. Er hat ja keine 5 Rifles gehabt. Er hat auf den falschen geschossen. Er hat auf den falschen geschossen. Okay. Dann ist das halt so. Ja, der PLA mit den Ressourcen hat ein Riesenproblem, ne? Das nächste Problem ist halt tatsächlich, dass er wahrscheinlich, wie gesagt, AT-HT jetzt geht. Und wenn er nicht sofort der M8 kommt, naja, nur gezielter Schuss ist zwar nice to have, aber den Kampf hätte er eh schon gewonnen, hat also Early Game gehabt. Also, ich glaube tatsächlich, dass der Amerikaner hier ein sehr gutes Spiel im Moment haben wird. Ja, der Trupp, wie gesagt, nur geholt für die Reparatur, hat halt ein halbes Infanterie-Halfdrag bisher repariert. Und dann war es halt auch ein bisschen, kann auch ein bisschen kappen, meinetwegen, aber. Also, das war. Die Doktrinwahl, so früh zu machen wegen der Reparatur, war übertrieben, fand ich jetzt persönlich. Zumal er die Grenze, er hat ja 4 Stück. Und die Kämpfe mit den gewinnt er ja auch hätten reparieren können, auch einen Tick langsamer. Also, ich glaube, dass er damit einen riesen Fehler gemacht hat. Aber Luftwaffe sehr, sehr beliebt im 1 gegen 1. Weil wir setzen auch ganz gerne auf die Fallschirmjäger vor allem, jetzt Sticky. Da schießen übrigens mehr Leute raus, wenn er aussteigt. Ne? Also, wenn nicht, muss man übrigens aufpassen, wenn die explodiert und alle drinnen sind, die schaden. Das ist AT-HT. Gezielter Schuss und hätte eigentlich schon 2 Kills. Dritter Kill. Da muss man sofort weggehen. Ne? Also, wenn der den ersten Mann trifft, wisst ihr, dass ein gezielter Schuss ist. Dann müsst ihr nicht den zweiten abwarten. In dem Fall waren es 4 Kills. Ja? Die treffen halt sonst nicht. Da könnt ihr direkt rückzuklicken. Also, jetzt nur um die Reparatur gegangen ist, hätte er ja den Ketten auch Panzerdoktrin machen können. Ne?
Aber ich würde gar nicht früh Doktrin ausgeben. Nicht in der Situation eben. So, der Amerikaner ist Luftwaffe gegangen, was ja auch bei den Amis sehr beliebt gegen Panzerlite ist, was ich persönlich auch nie verstanden habe. In dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass er ewig lange auf Infanterie bleibt und irgendwann eine Pack abwirft. Oder ein Airborne. Dass er wirklich so unser Treibstoff spart, dass er dann wirklich direkt T4 gehen zu wollen. Ich glaube nicht, sondern T3 hinterherzieht. Und man kann die Airborne-Doktrin als eine T3-Überbrückungsdoktrin benutzen. Bedenkt daran, dass die Grenz Erfahrung bekommen in der Gruppe. Also, wenn der einen Kill macht, kriegen die auch Erfahrung. Ne? Und deswegen sind immer so ein bisschen blobben ganz gut. Ne, also, die Idee bei dem, bei dem Amerikaner könnte sein, immer mal einen Strafing Run zu ziehen. Das machen die ja ganz gerne. Ein bisschen Ressourcen abzuwerfen. Aber wenn es da wirklich ein Fahrzeugproblem gibt, also wenn jetzt zum Beispiel Armored Cars kommen würden, dann wäre halt nur der Infanterie-Build Käse, ja? Und das kann man damit überbrücken. Die Frage ist halt nur, ob man das dann jetzt schon freischalten muss, wenn man eh nur Reconnaissance hat, ne? Da kann man natürlich auch warten, bis man eben dann Pack freischaltet. Also da will er tatsächlich die Airborne-Doktrin aus anderen Gründen noch ausspielen, hat er weder die Munition noch eben die Freischaltungspunkte, um das zu holen, wofür man sie geholt hat. Und da hat er die zu früh gewählt, objektiv gesehen. Was denn das hier? Also wir müssen Sticky dran werfen, aber der riskiert jetzt einfach einen Puck dafür, ne? Also, Fragezeichen. Es war doch klar, dass er so aussieht. Ja lol, das hab ich mir auch gerade gedacht. Trollen eigentlich alle, wenn sie auf Lagree spielen, oder bin ich mir das nur ein? Gibt es gleich noch einen Puck? Und wer zwei. Also ein Rifle gewinnt gegen einen Gren, auch wenn es jetzt gerade zwei waren. Ne? Das Problem ist halt, dass die halt hier auch besser zielen mit der Vet. Aber wenn man direkt vor dem steht, kann man nicht so gut daneben schießen. Dann ist Long Range besser angesagt. So, Map Control hat sich ein bisschen geschiftet. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, die Doktrinwahl von beiden Spielern halte ich für einen Fehler. Die scheint eher dem Meta geschuldet als der Situation vor Ort. Man ist schon beim HT hinterhergefahren, Half-Track, um den Sticky anzuwerfen und hat das überlebt, als es in die gegnerische Base ging. Das war, glaube ich, ne? Ja, also Engine Damage, ich bitte dich. Hast du wirklich darauf gedacht, gewartet, dass er Engine Damage bekommt von dem Gewehr? Also man kann aber auch, ne? Ist das, also muss ja nicht so rum sein, das ist ja Käse. Mine ausgelöst. Also er fährt immer in die Basis, um seinen Schuss aufzuladen. Temperatur. Ja, also ich glaube, das ist schon ziemlich deutlich, dass das eigentlich ein T4 werden sollte. Aber wenn der jetzt wirklich ein Panzerdepot gleich spielen will, warum bei den Göttern hat er eine Airborne gewählt? Panzerdoktrin? Kann man auch Panzer. Ich meine, wenn man Panzer spielt, kann man Panzerdoktrin spielen, so rum. Also, das mit der Airborne erschließt sich mir nicht. Ich meine, ich verstehe es ja nur halb, sogar nur halb, wenn die Leute Airborne nehmen. Wenn, sagen wir mal, ne, da steht jetzt ein Blob und die holen halt dann, schalten sie Airborne frei, für den Strafing Run, den Blob auszulöschen. Selbst dann finde ich es übertrieben. Aber er hat ja wirklich nichts aus der frühen Airborne-Wahl rausbekommen, ja? Und da verstehe ich es gar nicht. Gezielter Schuss ist wieder an. Das heißt nicht nach vorne gehen, sondern. Der hat mal so getroffen. Was für ein gezielter Schuss. Er hat einen zweiten Luftwaffentrupp geholt. Die machen normalerweise keine Kills, aber der hat ja keine Lebenspunkte und es gibt einen Puck. Geil. Also das kommt eher von hier unten, dass sie einen Schaden machen, hier sind oben abgestaubt. Ja, der Amerikaner verliert einen Rifle nach dem anderen. Ja, tatsächlich machen die gar keinen Schaden. Also der Grund, warum die jetzt so viele Kills haben, die beiden, ist halt, weil die da unten, die den ganzen Schaden gemacht haben, die haben den nur gefinisht. Also die Dinger sind wirklich scheiße, ja? Wirklich scheiße. Die sind wirklich nur zur Reparatur gedacht. Was meinst du mit unterschätzen? Die kann man nicht unterschätzen, die sind scheiße. Du kannst ja mal damit campen, das funktioniert vorne und hinten nicht. Da gibt es nicht genug Deckung auf der Map, um die zu beschützen. Also kein Mensch spielt die zum Kämpfen, die sind nur für die Reparatur da. Die leben in einer anderen Welt, glaube ich, die beiden Freunde. So, jetzt hat er seinen Supply Yard, aber so viel Rifle-Fuchs ist natürlich unschön. Ich nicht.
Ich kann dem Makro von denen irgendwie nicht folgen, von beiden Spielern. Doch, er hat doch gerade. Also ist halt ein bisschen knapp, der kann das gleich mit Airborne supporten, wenn wir Treibstoff abwerfen. Er sucht da halt den Kampf. Problem ist halt die beiden Rifle-Fuchs, ne? Also ist schwer zu kämpfen. Er hat ja wirklich gar nichts, ja. Nur ein Stickies abgegeben. Also er hat weniger Leute, die Gegner haben Set und weder Granaten und jetzt hat er eine Bar geholt. Er hat irgendwann einen Rifle jetzt frisch nachgebaut. Oder eben. Ist natürlich Käse, ne? Wenn man zwei Rifle-Fuchs hat, dann holt man keine Bar nach. Also das ist natürlich, ne, Schmarrn. Also er hätte jetzt für 90 Treibstoff das Depot bauen können und dann hätte er fast genug gehabt für einen Schirm, hätte die Bahn nicht gebaut. Aber muss halt sagen, dass der PEler die ganze Zeit eine AT-HT, jetzt hat er einen Marder gebaut, denkt, dass da halt ein Panzerdepot steht da unten, was man ja auch durchaus erwarten kann. Also von daher überrascht er den jedes Mal mit seinen Calls. Jetzt kann er gleich nochmal einen Strafing Run ziehen, dann kann er die Infanterie ein bisschen dezimieren und die Fahrzeuge dann runterlaufen und dann Wett für die Rifles sammeln. Also vielleicht entwickelt sich das sogar noch für ihn. Wie gesagt, er kann ja jederzeit auch eine Pack abwerfen, ne? Kann er ja auch freischalten. Droht. Hast du wieder ein Headquarter gebaut? Was ist denn nicht. Hä? Ist das Infanterie-Halfstrike tot? Nee, ne? Geht's doch. Also Headquarter, klar, da kann man heilen vor Ort, aber so toll ist das nicht. Man wirkt die Base kaputt. Aber er konnte ja schon wie ein Forsten, ne? Also das Headquarter kostet ja unnötig Ressourcen. Nur für den Heal lohnt sich das ja vorne hinten nicht. Irgendwie forst sie dann einfach. Also war unnötig teuer, würde ich jetzt sagen. Und es ist ja nicht so, dass er das Spiel gewonnen hat, nur weil er jetzt die Barracks einreißt, ne? Naja. Keine Ahnung. Ja, da kommen jetzt die neuen Rifles her. Cut-off. Die Relation ist die Barracks kaputt gemacht. Bei jemandem, der seine Tech schon, ne, hat ja Sticky und Bar rausgeholt. Das heißt, er braucht die Barracks wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt kommt gleich ein Strafing nochmal den Pfeil. Und dafür hat er jetzt hier seine gesamten Ressourcen verloren da oben. Ne? Alles weg. Dafür, dass er ein wertloses Gebäude ausgelöscht hat. Gratulation. Taktisch sehr wertvoll. So, das gibt gleich ein Strafing Run. Bisschen von der Deckung unschön, aber da ist das Strafing Run. Genau, großes Massaker. Unglücklicherweise hat er halt die Links erwischt. Aber ganz kurz eine Erklärung. Je mehr Squads da drin sind im Strafing Run, desto mehr Schaden machen die. Das hat nichts mit der Manpower-Anzahl zu tun. Das war früher wohl mal gewesen. Jetzt hat es den Doppelpuck gegeben, weil er sich nicht zurückziehen wollte. Jetzt gibt es den dritten Puck jeden Moment. Und ja, das war der dritte Puck. Das Headquarter benutzt er gar nicht, das hat reinforced. Also er hat jetzt drei Pucks kassiert, ne? Das war tatsächlich jetzt ein sehr guter Rating Run, kann man sagen. Jetzt hat er noch ein Fahrzeug verloren. Es gibt aber auch einen Gegenpuck. Also der gesamte Vorteil, den er bisher hatte, hat er jetzt eingebüßt, könnte man sagen. Der PEler. So, du willst da runter, um den zu gucken, vermute ich. Er ist ja noch mit der Base beschäftigt. Hat einen zweiten Marder gebaut. Frei nach dem Motto, wenn der Gegner nur Infanterie hat, brauche ich zwei Marder. Fragezeichen. Also den einen Marder kann ich ja noch verstehen, weil er Tankdog gedacht hat. Aber jetzt wird er gefunkt. Aber der wusste ja die ganze Zeit, dass, also er sieht das ja, dass er kein Tankdog ist. Kannst du mal da drauf klicken? Also den Pack holen, ne? Nicht davor, sondern dahinter. Wo stellst du dich denn hin? Also ich weiß nicht, warum er jetzt den zweiten Marder geholt hat. Ne? Er will die Base schneller einreißen, vermute ich jetzt mal. Aber den hätte er nicht holen dürfen. Sticky und tot. Wollte Sticky immer aussteigen, wenn es geht, sonst gibt es nochmal Schaden. Wobei, bei dem weiß ich jetzt gar nicht. Beim Känguru gibt es Schaden, wenn er explodiert. Bei dem weiß ich es nicht. Und guck. Vom zweiten Marder geholt hat. Ich verstehe das nicht. Ne? Da gab es null Grund für. Der Gegner konnte kein Fahrzeug holen. Nein, in jedem Fall muss er jetzt ein neues Headquarter aufbauen. Die Airborne Pios. Ich habe die gehört, aber ich sehe den Abwurf nicht. So irgendwas Trolliges gemacht? Wozu? Teufel ist dein Pio. Hast du den da vorne abgeschmissen? Für die Kom. Okay. Er hat ihn da oben abgeschmissen, um den zu kappen, den Punkt. Interessant. Normal würde man ja das Headquarter wiederholen, damit er die Airborne-Doktrin weiterspielen kann und sie auch nicht so, dass Manpower die Hälfte. Also, das hat schon Priorität, glaube ich, die Manpower zurückzuholen und Einkommen. Das halt halbiert dann. Genau, das. Ja. Genau, er hat gedacht, es wäre T. Das wäre ja noch dümmer gewesen, da T abzudroppen mit einem Nirgendwo.
Also, keine Ahnung, worum er das gemacht hat, ne? Also, das ist halt ein halbes Manpower-Einkommen, er kann die Doktrin nicht verwenden. Der amerikanische Plan ist interessant. Schöner Draht vom PLA. Hat er halt keine richtige Deckung mehr hier für die Zeit. Ich glaube, das würde ich nicht streiten. Also, es ist keine super Deckung, die die haben. Und die können healen und ihn forcen. Also, das glaube ich nicht so dolle, was er da macht. Ja, die Pack niemals schießen lassen. Ne? Also, die sollte unsichtbar bleiben, bis die Fahrzeuge in ihren Tod fahren. Das ist eher so die Regel. Nix. Ja, dann kriegen die XP die Grenze. Ja, also der Draht ist ein Traum, ne? Also für die ein sehr gutes Szenario, hier vorne zu stehen. Ja? G43 in grüner Deckung. Okay, weg ist der Heuballen. Gepriesen sei die Pack. Also wäre der Heuballen jetzt nicht verschwunden, wäre das ein schönes Szenario gewesen. Reparatur läuft. Also ich habe jetzt die Minutenanzahl nicht. Vielleicht kann ja einer mal ein Video spulen, wie viele Minuten jetzt das Headquarter auf halbe Manpower-Einkommen war. Also was das Headquarter kaputt machen wirklich in Manpower-Kosten war. Ich würde es mal so schätzen, so 3, 4 Minuten wird es sein. Gerade wegen dem Drop nochmal 2 Minuten extra drauf oder sowas. Also ein paar der Manpower, die das sicher gekostet, was halt ein Puck-Value ist, ne, von dem Rifle. Das wäre schon mal ein Verdacht im Moment. Ja, wenn er da oben kämpft, ne, wird er direkt geholt. Also wo willst du hin? An die Deckung? Okay. Also ich hätte ihn rübergelassen und hier oben gekämpft. Wegen dem Ding da. Das ist ein echter Fallschirmjäger diesmal. Geht da rüber, hat ein Drücksfeuer angemacht mit 40 Mund. Headquarter. Schon fast fertig. Fallschirmjäger mit Gewehr. Viele spielen das auch ganz gerne ohne Fallschirmjäger-Gewehr, weil die. Das ist das Duck-Duck. Weil die dann immer wieder unsichtbar in den Fights werden und der Gegner dann schlechter draufballert. Aber da macht man natürlich auch weniger Schaden. Wird jetzt wieder so ein Spiel wie mit dem Wehrmachtler gestern? Der PLA scheint das nicht beenden zu wollen. Der hat ganz komische Einheiten. Also er könnte ja die ganze Zeit da unten Druck ausüben, ne? Könnte ja in die Base quasi reinfahren. Die Rifles sind Ewigkeiten weder gehealt noch reinforced, ne? Das ist nur dieser kaputte Blob hier vorne. Das ist auch schön kaputt gemacht, das Feld wohl. Ich habe das Gefühl, dass der PLA zu wenig Druck ausübt, zu einem Zeitpunkt, wo der Amerikaner halt, also der kann halt die Verluste auch nur schwer reinforcen mit halbem Einkommen, ne? So, jetzt ist der Headquarter fertig, jetzt knallt es gleich. Die beiden Marder fahren zum Einsatz. Er hat nur gewartet, bis der Amerikaner wieder einsatzbereit ist. Einer Move von ihm. In die Deckung. Also die könnten echt mal einen Heal vertragen, die Jungs, ne? Also ich habe das Gefühl, dass der PLA das nicht ausnutzt, dass die einen Heal brauchen. Er muss den Heal ja erst nachbauen, dann müssen die auch zurück. Also das sollte eigentlich nicht ungestraft bleiben, so ein Knubbel, der da steht. Das war ein Reconnaissance, er wollte mal gucken, was da gemacht wird. Pack. So von der Grund... Hacker, okay. So von der Grundlogik her, der ist jetzt einfach mal da reingefahren, obwohl er wusste, dass eine Pack gefehlt hat, die vorher da oben gestanden hat. Und er hätte auch vorher gucken können, bevor er reinfährt. Bin nicht sicher, wer jetzt der Hacker ist. Ich glaube, er hat das als Spaß gemeint mit dem Reconnaissance-Hack. Ja, die beiden Marder haben sich wahrscheinlich schon gelohnt wegen dem Headquarter-Snipe, aber es hätte einer auch geschafft. Nur Engine Damage Hack. Okay. Naja, die waren Späßchen, die beiden. Amerikaner heilt sich jetzt. Ja, ich weiß nicht, worauf der PLA wartet, ne? Also der wartet darauf, dass der Amerikaner, ne, Headquarter repariert, Infanterie heilt, gleich den Panzer vielleicht holt. Geht ja halt Economy der Amerikaner, weil worum auch nicht, ne? Hat ja keine Truppen und keinen Unterhalt, dann lohnt sich ja wohl ein bisschen Unterhalt hat er tatsächlich. Aber also der Amerikaner, der wird einfach in Ruhe gelassen, damit er stark wird. Also, wie gesagt, der Wehrmachtler gestern, der hat sich ja schwachsinnigerweise in Base Rape da versucht im Early Game. Aber in der Situation hier, der hätte ja schon lange irgendwas machen können. Und wäre er nicht Luftwaffe gegangen,
Hätte auch was Sinnvolles machen können. Ja, die haben ja den Hotchkiss, ne, so als Luca zu Fuß, den Rest auslöschen können. Sturmgewehre bauen, um da an die Pack ranzukommen. Mörter holen, um die Pack ranzukommen. Das Problem ist halt, dass da zwei Packs sind und er keine Antwort darauf hat für seine vier Fahrzeuge. Jesus. Das sollte eine 8-8 werden. Die kann Pack snipen, das ist mir schon klar, ja. Ich habe das auch schon mal gespielt. Und sie nimmt auch die Luftwaffe tatsächlich drauf, vom Amerikaner. Im Strafing Run halt hauptsächlich. Die sterben, die kosten nichts, das ist egal. Aber genau, die 8-8, ne? Wenn der Gegner kein einziges Fahrzeug hat, ist ein bisschen ambitioniert. Ja, die sammeln nur Wett, ne? Ich sag ja, der Unfug. Der hat halt darauf gewartet, der PEler, dass der Gegner tatsächlich ne, sich heilt und wie ein Forst und wieder Geld hat. Und natürlich auch die Fähigkeit benutzen kann. Und entsprechend gab es jetzt die Quittung. Und immer noch keine Antwort auf die Packs wirklich. Ja, vielleicht. Und wieder ein Vogel. Oder? Wollte wegen der Pack nicht hinterherfahren, aber der Gren hätte sicher hinterherlaufen können, oder? Mit Unterdrückungsfeuer den stoppen können, damit wir den abknallen. Also ich glaube, das, ne, Mun war ja wahrscheinlich da, genau. Also den hätte er eigentlich locker gucken können, den Rifle. Locker. Ja, schon zwei Packs auf jeden Fall abgeworfen. Die Packs auch, wenn man die abwirft. Das ist übrigens eine PEla-Pack jetzt. die Fallschirmjäger, die können auch die Pack reinforcen. Also wenn die, ne, zwei Mann haben, können die den dritten abwerfen im Feld. Das ist ganz angenehm. Die Hecken schießt er weg. Zweischneidiges Schwert, weil dann auch die Packs besser schießen. Ja, dass er die Pack jetzt abgegeben hat an den PEler, war sicher nicht so geil. Der PEler braucht sie eigentlich nicht. Aber der Amerikaner hat sie dann auch nicht. Also er hätte ja die Alternative gehabt, mit dem Marder hier zu vernichten. Ne? Aber er glaubt halt immer noch, dass da Panzer kommen. Jetzt hier Panther gegangen. Frei nach dem Motto, ich habe unendlich viel AT, lass mal mehr AT bauen. Also ne, Anti-Infanterie gibt es ja Pfeife, der hätte auch einen Panzer 4 holen können. Ne? Oder halt wie gesagt, einen Mortar oder. Es gibt ja viele Antworten. Ja, Sturmgewehre, Vier-Mann-Sport, was nicht alles Schönes gibt. Hat ja auch falsche Mega offenweise. Das da ist eine, die kann Infanterie bekämpfen, ist aber eigentlich gedacht gegen Panzer, ne? Und selbst dann ist 500 ein ganz ordentlicher Preis pro Panther, wenn ihr bedenkt, dass ihr halt immer nicht Treibstoff habt, dann könnt ihr was mit Treibstoff holen. Also in dem Szenario wäre der Panzer 4 die bessere Wahl gewesen, ohne jede Frage. Weil er hatte jetzt unendlich AT auf dem Feld, hat AT erobert und hat AT freigeschaltet und will es dann wahrscheinlich gleich auch kaufen. Also, und das wäre irgendwann wieder. Er kriegt also seine Luftwaffen-Doktrinen gar nichts raus, ne? Also, dass der das Flugzeug abknallt, ist ein bisschen schwierig. Aber man kann das schon so entstellen, dass das funktioniert. Das ist immer schwierig. Hat hier schöne Sicht immer. Nicht sicher, wo die Butterflies gerade hingeschmissen hat. Wahrscheinlich. Man muss sie da anschmeißen, wo der Gegner nicht sieht. Sehr populär von den Leuten ist, die Butterflies so zu schmeißen, dass der Gegner die sieht und die Hälfte von denen aus der Luft pflückt, wo die auf dem Boden sind. Ich habe nie verstanden, warum das ein guter Move ist, aber so spielen das fast alle. War jetzt nicht gesehen, wo sie liegen, die Butterflies. Headquarter geht schon die Bus. Ja, der gibt halt ein ne, Stückchen weiter das Spiel ist aus der Hand, der PEler. Eben wegen den Makroentscheidungen, ne? Headquarter bauen, übermäßig AT holen, Panther freischalten, ne, wir schon. Und er spart halt jetzt auf die 1000. Ne, er hat noch irgendwas anderes geholt. Was hast du denn bestellt? Hat er denn bestellt jetzt? Eine 8-8 baut er in der Base, okay. Ich glaube, er geht jetzt in die Defensive. Okay, meinetwegen hat er ja. Was man sagen kann, ist, dass dann der Strafing Run wahrscheinlich früh abgefangen werden kann. Würde ich jetzt garantiert ansehen, aber kann, ne? Also das Ding ist halt, dass die den Strafing Run abfängt und dass sie die Packs snipen kann. Und dafür hat er sie wahrscheinlich geholt. Also holt er sie jetzt. Ich halte es für zu teuer dafür. Er hätte auch einfach sinnvolle Fahrzeuge bauen können. Nehmen wir den Panzer 4 zum Beispiel, ja? Da fährt man hinter die Pack weg. Das hat zu definitiv für meinen Geschmack. So, die wollen die Base nebenbei töten. Hat geguckt, dass da keiner drin ist. Sehr nice. Da wird jetzt eine Pack abgeworfen, vermute ich. Ne, Minen. War nicht schlecht.
Aber hätte sie wahrscheinlich da werfen müssen. Und tot. Schritt nach links. Ich weiß nicht, ob man die Minen da, wo das Lazarett ist, abwerfen sollte. Neuer Fallschirmjäger. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu, ne? Also ist auch ein Spieler, der ohne viel Treibstoff hat und ohne Treibstoff spielt. Ja, erst recht, weil also die Tracking Runs töten ja seine Infanterie regelmäßig. Was bei Fahrzeugen nicht passiert und Treibstoff kann man für Fahrzeuge verwenden und ich habe Déjà-vu. Ich weiß nicht, warum die Leute das alle so spielen. Also das Spiel ist halt so designt, dass Treibstoff höhere Tech-Einheiten bringt und höhere Tech-Einheiten in aller Regel effektiver sind für alles. Ja, du hast jetzt eine 8.8, die nicht funktioniert. Gratulation. Kannst du polieren, kannst du ein Museum stellen, kannst du anmalen. Meine Herren. Abgesehen davon, dass die 8.8 vor dem Hügel steht. Guck mich das mal gerade an. Ja. Dann schießt man besser in den Boden. Da ist auch schon ein Schuss reingegangen. Man kann sie, glaube ich, hier hinten ein Stück höher hinstellen, ne? Wenn das schon sein muss. Da ist auch nochmal ein Hügel. Muss aber nicht sein. Muss man gar nicht bauen. Er wartet halt hier auf das Tankdepot wahrscheinlich so ein bisschen. Die Infos von den Minen bringen ihn halt sehr wenig, leider. Ja, die Panther, die, also man muss sagen, Panther, das ist die freischaltende Fähigkeit. Ist unglaublich teuer. Man hat unglaublich viele Sachen, die man eigentlich gar nicht holen will, ja? Und von da kostet es ein Vermögen, das freizuschalten. Wenn man es dann nicht benutzt, ist es noch schlechter, als wenn man es benutzt. Und wenn man es benutzt, natürlich auch schlecht in der Situation. Also eigentlich alles schlecht. Ich weiß ja nicht, wo die Reise dahin gehen soll. Und das schreit wieder nach dem Strafing Run, ne? So, Tankdepot, hat er das gesehen? Und jetzt kann auch die Panther sparen. Ist ja nett vom Amerikaner, dass er ihm jetzt quasi da entgegenkommt, dass die AT endlich mal Nutzen hat. Er hat halt eben Supply-Abwurf gemacht, deswegen jetzt langsam Treibstoffeinkommen auch ohne Sektoren hat. Jetzt ist ein Puck. Nice. Wird zwei gefuckt. Für den Amerikaner natürlich eine schlimme Situation, weil er gerade sein T4 baut. Ich frage mich trotzdem, wie er mit der Airborne-Doktrin und den ein, zwei Panzern, die er baut, da ein starkes Spiel bestreiten möchte. Also das Beste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er da oben jetzt Panther holt und dann in die Pax und M18 nonstop rein donnert und stirbt. Ich komme immer noch nicht über das Ding hinweg. Das steht da völlig AFK. Was ja auch nicht verwundert, Mann. Ist ja kein Wunder, dass er jetzt alle Sektoren verliert. Fehler. Ich verstehe das nicht. Er hat Minen abgeworfen, ne? Die Butterflies, die da liegen. Mit Minesweeper. Oh, was. Die sind ein roter Deckung, die Achter. Der Flammenwerfer, die jetzt alleine ausschaltet, die Achter. Warm, in den Boden. Also klar schießt das Löcher in den Boden, wenn er sie halt vor einer Wand baut. Ja, also der Flammenwerfer hat seinen Spaß hier vorne. Und danach kann die Achter auseinandernehmen. T4 ist tot. Oder weg. Hat sie endlich mal für einen Panzerwagen. Nee, warte, ein Panzerwagen, ne? Ist kein Armored Car. Doch, ist ein Armored Car. Hat immer die Übersetzung falsch im Kopf. Das andere ist Scout Car oder Spähwagen. Und jetzt gibt es einen Vogt gleich mit Speed hinterher. Er will den Flammenwerfer Wert 1 haben. Man muss halt auf Distanz, also nicht, muss nah ranfahren, damit das Koaxial heißt das, glaube ich, in dem Falle, oder? Das hätte dann den Kill gemacht, ne? Mit der anderen Kanone ist es ein bisschen schwierig in der Bewegung. Also bei dem muss man nah dranbleiben, um den Kill zu machen. Gut, das läuft dann zumindest besser, gerade wenn er kein Leben hat, der Gegner. Butterflies werden geräumt. Er hat tatsächlich einen Backtack gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er hätte einen Abwurf gemacht, ne? Also für seine MG und so, einen Mortar. Aber er scheint ein WSC gemacht zu haben, damit er das teuer kaufen kann, statt es umsonst im Abwurf zu nehmen. Tatsächlich, glaube ich, hat er einen Abwurf schon gemacht und hat es auch eingesammelt. Er hat das, also ich habe keine Ahnung, wo er das gemacht hat. Also er hat keine nur holen, um Sniper zu holen, weil das MG und alles, das kriegt er ja umsonst, diese Einheiten, wenn er das abwirft, ne? Warum steht da ein WSC? Ich komme damit nicht klar, Mann. War da schon immer eine Panzerfalle? Bau nicht noch einen Marder.
ein Ziel. Henschel war freigeschaltet. Wird wahrscheinlich nicht ganz so episch werden, wenn der Gegner kein Fahrzeug hat. Ich glaube, auf Pax. Ich glaube, sie machen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie auf Pax schießen. Ich glaube nicht. Mit drei Rifles. Einen hat er noch. Der kappt währenddessen fleißig. Die Frage ist halt, wo der Amerikaner jetzt hin will mit der Reise. Wollt ihr ursprünglich einen T4 haben? Jetzt will er vielleicht einen neuen in der Ecke bauen. In der Base. Also er vermutet, dass das ein Sniper wird mit dem WSC, weil. Weil sonst das WSC null, ich meine wirklich null Sinn macht, ja. Tatsächlich würde ich aber sagen, dass das Sniper null Sinn macht. Also das Scout-Car, was ich jetzt gerade eben gesehen habe, das kann. Ist wohl ein Hotchkiss. Ja, vor einer Stunde wäre der gut gewesen. Ne, mit dem Panzerwagen hätte er das eigentlich schon. Kann er einfach zum Sniper hinfahren, den tot machen. Das wird eine Stuka zu Fuß. Ja, dacht man, ey. Zwei Fahrzeugkills. Was würden das denn gewesen sein? Pax, ne? Nicht sicher wie. Der muss der richtig dumm hingestellt haben, aber wahrscheinlich Pax. Das schreit noch im Strafing Run. Der hat es noch nicht gelernt, wie das funktioniert im Strafing Run, oder? Also auf Straßen stehen ist rote Deckung ist die eine Geschichte und Knubbeln ist die andere Geschichte. Aber der strafe nicht. Vielleicht glaubt, dass die 8-8 das abknallen würde. Das hängt auch davon ab, von wo der Strafing Run kommt. Ihr könnt ja steuern, ob er von unten nach oben oder von oben nach unten kommt. Und von unten nach oben hätte die 8-8 den, glaube ich, nicht gefinisht. Ich bin ja nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, dass man da schon noch einen rauskitzeln kann. Aber das will ich jetzt auch nicht beschwören. Also, dass der von da den hier unten abgeknallt hätte, das glaube ich nicht. Ja, der Hotchkiss ist keine schlechte Einheit, ne? Weil der ja unten zusammengefercht ist, wo man auch die Packs auseinandernehmen kann. Ist eine Stuka zu Fuß, hat er nur statt 6-4 Raketen, dafür kostet das Ausbauen, glaube ich, immer nur 100 und 150. Und hat natürlich eine leichte Kanone, könnt ihr tak 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 die ganze Zeit mitmachen. Was in aller Regel nicht so episch ist, aber ihr könnt natürlich einen M8 oder so verjagen. Und hier hat er die Reparaturtruppe der Luftwaffe und kann die dann entsprechend, ne, reparieren. Hellcats. Also er hat diesen Sniper irgendwo. Hat er abgebrochen, den Sniper. Da kommen sie wieder. Die müsst ihr jetzt gesehen haben, weil er so etwa hier dran vorbeigefahren ist oder war er hierhin gefahren? Nicht genau gesehen. Ich frage mich, ob der PLA die mit Absicht nicht finishen möchte. Das wirkt stellenweise so. Der Flammenwerfer ist reichweitenbegrenzt, da muss man sich, glaube ich, nicht flambieren lassen. Nebel. Ja, was macht er jetzt mit dem Marder, ne? Also, das Ziel ist da links. Also, entweder fährt er jetzt in die Base oder er fährt nach links, ja? Er ist runtergefahren, dann hochgefahren und jetzt fährt er wieder runter. Komischer Gameplan. Aber wenn ihr den jetzt überrascht, den Hellcat mit dem Marder, das wäre natürlich nice. Aber ich weiß nicht, ob man nicht sofort da reingefahren ist, als der hochgefahren ist. Da war ja eine Zeitdiskrepanz dazwischen, eine ganz ordentliche. Bam, bam. Mit denen könnt ihr jetzt die Pack anvisieren oder in den Rückzugspunkt schießen. Das Problem ist halt jetzt, dass die tatsächlich von den Hellcats gejagt werden, ne? Okay, wer hätte jetzt mit diesem Fallschirmjäger, mit dem Luftwaffending die Pack nehmen können, um ihn zu beschützen? Und gut. Oder sich in die Reichweite Vollspeed zurückziehen vor der 8-8. So, Panzerdepot ist kaputt.
Der Amerikaner kommt nicht dazu, Sachen zu bauen. Die wurde in der Luft wohl von der 8-8 getroffen, oder? Also ich habe sie leider nicht so schnell gesehen, aber also die ist ja Half-Life darunter gekommen, ne? Deswegen vermute ich, dass die 8-8 da drauf geschossen hatte, wer soll das sonst gewesen sein? Ich hätte zu gerne gesehen. Die sind ein Traum in der Bewegung, die Dinger. Ein Traum. Bei dem muss man besonders aufpassen, weil der Wert 2, ne, oder Wert 3 ist ja auch Wert 2 und dann kann ich weiter schmeißen wie Quickie und dann wird das ein Finisher. Ja, die gesamte PE scheint halb auf diesem Rückzug zu sein. Dritter Hotchkiss. Ihn gefunden. So, worauf ballert er jetzt? Das eine MG, okay. Chafing Run? Ja, wie ich eben gesagt habe, also der Strafing Run kommt raus und der ist sogar jetzt quer vor der 8-8 geflogen. Ne? Also strafen kann man das ohne Probleme weiter. Das Problem ist, dass die ja die Infanterie nur sehr bedingt kaputt machen. Der hat auch das zweite Upgrade ausgegeben, also das Kanonen-Upgrade. Das ist nicht so, also die sind halt eigentlich, ne, sind die so ein bisschen, ist halt ein französischer Panzer. Ja, sagen wir es mal so. Und den gucken. Den treffen wir halt nie, aber den Wert 3 würde ich jetzt mit allen Mann hinterher fahren. Das Problem ist halt, dass die 8-8 jetzt erobert wurde. Das kann man aber tatsächlich auch ignorieren. Und, also den Wert 3 hätte ich verfolgt. Für den Wert 3 hätte ich alles geopfert. Es kommt hier ein Bonbon. Den Namen vergessen, aber Bonbon, das war Bombing Run. Okay, dass er den Wert 3 nicht hinterhergefahren ist, ne? Klar, er hat auch ein paar Fahrzeuge da verloren, aber das hätte ich auf jeden Fall versucht. Ich hätte sogar alle drei für den Wert 3 geopfert, ne? Der hätte ich skrupellos gemacht an seiner Stelle. So, die 8-8 hat den Besitzer ein paar Mal gewechselt. Also der Flammenwerfer, den er eben mit dem Koaxial hätte töten können wahrscheinlich. Hotchkiss-Panzer. Wie sind das eigentlich, wenn man so Raketen an der Seite von dem Panzer ranpackt? Ist das nicht so, wenn die Panzer ihre Aufgabe als Panzer erfüllen, dass man dann Sprengstoff an der Seite hat und sich selber tötet, wenn man getroffen wird? Ich meine, ist das, gelinde gesagt, ein dummes Konzept? Ich muss ja gleich mal googeln bei Wiki, was da Sache war. Also kein Kolai-Wie, ne, oder sowas. Das war die 8-8. Beeindruckendes Gerät wie immer. Der WSC hat sich voll gelohnt bisher. Ich glaube, er hat wirklich null Einheiten daraus geholt. Ne? Null. So. Ups. Ja, der Pela gibt das Spiel hardcore ab, ne? Weil. Also ich weiß ja nicht, ob man das Gameplay, was der da hat, Makro nennen kann, aber das scheint ohne zu funktionieren auf jeden Fall. Das Headquarter-Snipen war richtig gut. Und dann ist es astronomisch bergab gegangen. Er hat ja auch immer noch die Doppelpanther, ne, die er eigentlich auch nie benutzt hatte, wofür auch. Aber es zeigt wieder sehr schön, dass es wirklich schwierig ist, selbst wenn das Early Game dominiert, das Spiel nach Hause zu bringen. Ne. Der Wehrmachtler ja gestern auch nicht geschafft. Das ist tatsächlich das Schöne an COH, dass es halt so viele Comeback-Möglichkeiten hat, ne. Hat ja nicht jedes Spiel. Also wenn wir Age of Empires zum Beispiel hier zurücklegt massiv, dann habt ihr halt verloren. So simpel ist das. Zumindest auf so einem Niveau. Obwohl die Leute hier auch stark nachhelfen mit ihren Makros, das muss man auch sagen. Aber trotzdem, COH hat eine schöne Mechanik. Eben wegen dem Rückzug, dem Reinforcement, ne, aber auch wegen den schönen, wie die Einheitenspiel zusammen und dagegen ist. Das ist ganz herrlich designt, das Spiel. So, der PELA weiß von der, wir können ja mal die Sicht von dem anmachen, ne? Weiß, wo die Pack steht.
BMW 2 inzwischen. Hat erst drei, vier Fahrzeuge vernichtet. Für eine Pack ganz ordentlich, vier Fahrzeuge zu vernichten. Ist ganz ordentlich. Jetzt rusht er halt dran vorbei, um die auszuschalten. Kein schlechter Move generell. Im G versucht er frontal zu nehmen, weil er kein Leben mehr hat. Ich meine, jetzt weiß er, wie sie ausgerichtet ist. Er könnte jetzt locker von der anderen Seite kommen, ne? Macht er jetzt auch. Allerdings eine zweite Pack da, von der eben nichts gewusst hat. Fragezeichen. Ist halt sehr schwer mit Amos Cars, ne? Der nutzt die Deckung sehr gut aus, das macht er hervorragend. Aber mit Amos Cars gegen zwei Packs und was da ganz noch rumsteht, ist sehr, sehr schwierig zu machen. Er hat halt eine gesamte Armee, die nichts macht, ne? Zwei Hotchkiss leben noch und zwei Marder. Also vier Einheiten, die er nicht gebrauchen kann. Immer noch ein Hotchkiss mehr gehabt und noch eine 8-8, ne? Also eine unendlich große Armee, die er nicht braucht. Und jetzt neue Infanterie holen? Weiß ich nicht. Und tot. Niemals eine einzelne Einheit strafen, würde ich persönlich sagen. Weil eben durch diese Mechanik, dass er halt Squads strafen müsst, je mehr Squads, desto besser, macht bei einem Einzelnen halt gar nichts. Niemand hat die Patch Notes gelesen vor 10 Jahren. Unglaublich. Ich weiß es halt auch eigentlich nur, weil ich früher Airborne-Spieler war. Elf Kills hat er schon, nice. Ja, läuft nicht so gut, ne? Also eine Sache, die er vielleicht noch versuchen könnte, ist auch schwierig. Also Fallschirmjäger geht natürlich schon, ne? Aber er hätte auch einfach vielleicht mal überlegen können, Sturmgewehre zu holen. 4-Mann-Squads, Sturmgewehre von verschiedenen Winkeln kommen und gesprayt werden kann. Weil das alles anfällig gegen Sturmgewehre ist da unten. Ich glaube, ich würde auch lieber den Treibstoff genutzt sehen, aber der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Obwohl so ein Panzer 4 immer funktioniert. Also, die sind wirklich sehr brutal in dem Spiel. Ist ja der Support-Panzer 4 mit der Stummelkanone, ne? Also, der schießt so ein bisschen wie ein MG damit. Da fährt man zu einer Pack, stellt sich auf und die Pack weg. Noch ein Fallschirmjäger. Aber kannst du den mal finishen zur Abwechslung? Warum steht der denn schon wieder da? Jetzt kommt er schon wieder da raus ohne Leben. Zumindest versucht, da eine Dings abzuwerfen oder so. Neues Panzerdepot. Das ist schon das dritte. Nee, ne? Ich glaube, die haben eine Panzerfaust. Damit könnten sie die finishen. Weil das Gerät halt nur Leben hat. Genau, hat er auch gemacht. Weil du mal eingedacht. Also ich glaube, dass die Bedeutung der Fallschirmjäger völlig überbewertet ist hier. Und die Beschissenheit der Luftwaffentruppe ist nicht unterbewertet, wie der eine eben meinte. Er hat ihm schon drei ganze Squads, glaube ich, verloren. Wieder. Da ist der Panzer. Also was er eigentlich haben wollte, der PEler, ne, muss man vielleicht so sagen, statt die dumme Luftwaffe, wäre verbrannte Erde gewesen. Also die jetzigen Spielsituationen, aber es ist eigentlich in der Game immer so. Ein PEler MG. Okay. Mit Fallschirmjägern, ne? Die behalten ihre Lebenspunkte, die Squads, also der ist ein bisschen beefier. Siegpunkte wird gespielt derzeit. Wieder so ein Mortar. Hast du eine Motorhaube? Da zappelt's. Ja, nie gesehen. Also der Motor brennt auf jeden Fall. Ist wohl ein Vorderlader. Sind das extra Ketten hier oder was soll das sein? So, das ist auch. Sieht fast so aus wie eine Kette, ne? Vielleicht eine extra Kette.
Ja, wieder zwei falsche Mega-Squads. Also Siegpunkte kriegt man auf beiden Seiten runter. Und da kann das jetzt noch in jede Richtung gehen. Sieht aber nach Vorteil USA aus, hätte ich jetzt gesagt. Der wird 3. Der geht einfach nicht drauf. Jetzt der Hotchkiss vielleicht weg. Da würde ich jetzt nicht reparieren. Ziki kommt da jeden Moment. Das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Ja, es hat aber kein Ziki für den gerade zur Hand, ne? Noch einen, noch einen. Oder halt, wenn das Ziki kaputt macht für die Wett, ne? Das ist vielleicht sogar besser. Leben da, Motor zerstört. Das kann er da oben auch machen. Der Schwörverling ist tot. Hauptgeschütz zerstört. Oh, ist gebounced. Das war die Pack. Zu dem Besuch in der Base. Siki. Aber der überlebt das locker. Und wird dann wieder repariert. Das Problem ist halt, dass der eine. Okay. Das Problem ist halt, dass der eine große Economy für die Reparatur hat mit diesen Luftwaffentrupps. Aber seine Fahrzeuge, die repariert, auch wenn die jetzt irgendwie schwirrend langsam eine Bedeutung haben, die ganze Zeit eben keine große hatten. Ne? Was denn? Wenn er die aufstellt, drehen die sich übrigens schneller. Ich weiß nicht, wo man den nicht aufstellen will. Da gibt es so einen Knopf drüber und so einen weißen Kreis darunter. Der Schirm hat Spaß. Warum hast du jetzt mit dem nicht da oben reingeballert, als er den vorbeigezogen ist? Gedockt. Daneben. Also lohnt sich nicht immer, die aufzustellen, weil es halt auch einen Cooldown hat, das Ganze, ne? Und ihr wollt ja nicht euch angreifbar machen. Durch Bombing waren meinetwegen oder so. Aber es gibt Szenarien, da macht das durchaus Sinn. Hier zum Beispiel nicht. Hier die Abkürzung. Ah, wie schnell bist du? Nice. Noch einer? Das wird so nichts. Also entweder hinterherfahren oder aufstellen, aber da ist es ein Haus. Wobei, kann sein, dass du dich nicht richtig aufgestellt hast. Du musst halt dahin. Hat ihn gelockt. Hat ihn gelockt. Er dreht sich halt so langsam, was schwierig ist, den zu finishen. Ne? Und da kommt die Verstärkung. Jetzt hat er das echt überlebt. Heißt, er wäre von Anfang an richtig hinterher gefahren, ne? Dann hätte er gehabt. Neuer Schirm. Da würde ich nicht stehen bleiben mit dem Marder. Ja, ist zu angeschlagen, also mit dem Schirm, ne? Wenn der Marder weg ist, hat er ja nichts mehr. In dem Chlorhaus verstecken. Er wollte jetzt auch ganz clever sein. Ich hoffe, dass er vorfährt, ist er aber nicht. Und tot. Ja. Also der Amerikaner hat auf jeden Fall jetzt zwei Schirms, ne? Da kann der PEler, glaube ich, nichts mehr gegen machen. Es sei denn, er geht jetzt wirklich auf die Doppelpanther. Aber dann gibt es ja immer noch Packs und solche Geschichten. Also Doppelpanther könnte vielleicht trotzdem noch eine Drehung geben. Und das sieht auch so aus, ob er sparen würde. Als wären die Panther jetzt kommen. Siegpunkt vielleicht mal holen. Wie sieht es denn aus von den Ressourcen? Ja. Dann gibt es dann gleich Tracking Runs bei solchen Aktionen oder Bombing Run. Mach Reconnaissance. Nicht ganz sicher, warum er das jetzt machen musste. Was genau wolltest du denn scouten mit dem? Glaubst du wirklich, der baut jetzt da Einheiten und ein Gebäude für die Einheiten? Also Panther ist, glaube ich, mit Ansage jetzt, oder? Dass die kommen. Er hat ja auch gesehen, dass er den Tech dafür schon hatte, den Großteil. Kommen wir für die Pack. Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, wenn die Pack weg ist, ja.
Aber das hätte man vielleicht auch preiswerter hinbekommen, mit einer Sticky oder so. German? Hast du den? Nee. Jeden Moment müssten da die Panther rauskommen. Das wäre auch so eine Ecke, wo ich persönlich niemals stehen werde, ne? Das war, glaube ich, ein amerikanisches Flugzeug, was irgendwann mal was abgeknallt wurde. Ist sehr riskant, was er da treibt, ne? Also er weiß, dass da, also man kann das also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, dass da früher oder später Panther rauskommen, ne? Also, wenn, würde ich mich da oben hinstellen. Da sind die Panther. Na, ist kein Rocket Science, ne? Da kann er neben die Base laufen, weil der Vierling tot ist. Und er schießt natürlich auch auf Flugzeuge, was ich jetzt auch nicht mehr mache. In dem Zustand schießen nicht so gut. Ja gut, der Impaler muss jetzt aggressiv werden. Also den Panther würde ich schon finishen und jeden Fall ist das, den German. Klar, seine Pack und so, aber einfach durchfahren und finishen und dann hinten rum oder so, ne, mit Vollspeed. Also da oben, dass er stehen geblieben ist, heißt, er hat nicht gefinisht und kriegt trotzdem mehr Schaden ab, ne? Er hätte auch einfach Vollspeed an die vorbeifahren können, töten und hier hinten rum wieder rausfahren. Manchmal ist gerade das Zögern der Untergang von allem. Jetzt wäre Bombing Run geil, ne? Aber der Amerikaner hat keine Munition mehr dafür, weil er eben die Pack snipen wollte. Ich sage nicht, dass es super schlecht war. Ich sage nur, auf sowas kann man tatsächlich ein bisschen setzen, dass es kommt. Motor ist am Arsch. Bombing Run wäre jetzt sehr nice. Und Wer 2, German, der kennt es nicht. Die kann man übrigens auch überfahren, die Jungs, ne? German, okay. Ja, der eine Panther ist halt schrottreif und der andere, der sieht auch nicht so viel geiler aus. Nicht sicher, worauf der da ballert, aber ich will einen Screenshot davon. Okay. Ich denke, das war's. Da brauchen wir nicht viel darüber sagen, aber die hatten Spaß und das ist ja auch wichtig. Ich bin weg. Ciao, ciao.